komme vom Montag. Ich war heute in Pforzheim in der Nähe. Das ist in der Nähe. Ich war in Pforzheim auf der A8. Da waren Sprecher Probleme gehabt. Zwei große Kalksteine sind da verkantet, weil es ziemlich blattiges Material ist. Ist ja quasi der Länge noch nur noch kurz schräg quer, dass er verbrochen ist. Hat dann den Motorschutz vom Band ausgelöst. Ja. Azubi war dabei, der Liam. Liam war noch mit dabei. Dann haben wir es dann kurz einmal rausgespitzt. Wenn man die Eisenpanze rausgehebelt. Und hat passt. Dann heute Mittag waren wir in der Werkstatt, Radlader, wo es gerade war Schlauch und nicht, der Reifen war relativ leer, da bin ich bei den Flickermohren noch drin. Ja, was muss ich jetzt erzählen? Basti war unterwegs, hat einen Vibromotor gemacht von der Vibro-Renne an dem Brecher. Und morgen ist schon im Steinbruch, ich bin morgen Pool ausheben. Bei bestem Wetter. Und mal das Helmholz. Und sonst, was gibt es noch zu erzählen? Über heute David, genau, der hat mit dem Vertreter zusammen, mit dem Fischer, muss ich auch mal erwähnen, super Arbeit geleistet in meiner Hydraulik-Sammlung, sagen wir mal. Der hat alles zusammengeschrieben. Aber ab langsam schon mit dem großen Ende. So ist besser. Hat alles halt zusammengeschrieben. Und ja, hab da jetzt mal für 12.000 Euro Hydraulik-Fitting, Verbinder, T-Stücke, Reduzierungen und was weiß ich bestellt. Das ist ein Haufen Geld. Kann dabei nicht mehr sagen, haben wir gar nicht da. So, haben wir da. Des Weiteren werden wir dann da noch einen anderen Schrank vorfüllen mit so Spezialsachen, also was ist Spezialsache? ORFS, dann JDC, Komatsu vielleicht noch ein Teil, kommt drauf an, wie Platz da noch ist und so weiter. Werden wir dann da das füllen. Das werde ich euch dann im anderen Video mal zeigen, wenn dann das Regal dafür da ist. Letztes Video habt ihr gesehen. Holz haben wir rausgebracht. Halleluja. Hat geklappt. War vielleicht ein bisschen arg. Plastik von dem einen Projekt. Ich weiß nicht, ob es ein Qualle hat oder nicht. Ja, mein kleines Räumchen war da noch schön drinnen zu sehen. Und ja, das haben wir auch gemacht. Ah ja, genau, die zwei neuesten auseinander gemacht. Das hat ja auch soweit ganz gut geklappt. Da macht man es halt auf Teile, das ist relativ schwierig für die Agro-Kinder alles zu bekommen. Ja. Wir gucken mal, ob wir es die Woche hinbekommen, die Raupe anzufangen. Ich denke schon. Problem ist, der David hat die Woche Führerscheinprüfung für den LKW, da muss er mal erklären, hat er gesagt. Und da muss er vielleicht mal früher gehen und so. Deswegen sind wir mal voll besetzt. Ich bin vorher auch nicht in der Werkstatt, wo anfangen könnte. Wobei ich sowas auch nicht mehr anfange, weil ich bin halt dabei und schreckt den anderen aus und sagt, oh, Ski. Oder wie wir es dann halt machen. Das bin ich gesagt. Also bei mir ist nicht mehr, dass ich jeden Tag schraube und in der Siebe drin hänge und gucke. Ich mache eigentlich ja, 90% Fehlersuche mit meinen Jungs zusammen. Weißt du, mal ist nicht, der macht es alleine. Oder im Anleitung über das Telefon. Mit David halt sagen wir Fehlersuche machen, Fehler rausbessern, Fehler verbessern, Fehler suchen, Ursache Findung oder Behebung. Genau. Und deswegen wird David auch das Geschraube halt noch was einmal. Geht das Schloss auf, geht das Schloss zu, dann beide Füchse zu erklären. Jetzt wird die Hände schwer. 5 Minuten und mir fällt der Finger schon weg. Merkt ihr schon? Sie können mich gar nicht komplett mit. Was
heißt kein Mechaniker, ich bin schon noch Mechaniker, aber halt ein bisschen so Büromeister. Wo du rauskommst und rauspäfft. Ja, so sieht's aus. Steckerhaus. Euch einen schönen Montagabend. Als Wetter gegen allergisch. Selbe sei vom Donnerstag. Diese Woche sehr wenig gewimmt, weil viel unterwegs und Bagger fahren. Da haben wir ein Problem mit Kettenspanner. Hast du gerade mal geguckt. Zwei, drei Rüttelband haben wir gemacht. Das Magnetband dann haben wir ausgebaut. Da war ein Stein verklemmt. Müssen wir auch noch richten. Gelenkstrage, ich werde auch noch mal ein gescheites Video machen. Rüttelplatte ist Batterie leer an der Arme in der Hand, die ist ja letzte Woche schon gekommen. Haben wir noch den Vieranhänger. Da haben wir das Problem, da sind die Federn gebrochen und hier die Aufnahme ist ausgerissen. Ich weiß nicht, wo die Federn sind, aber die schon weg hat da eine relativ große Brocke. Jetzt unter der Haken weggerissen leider. Also bringen wir das Tor dann nicht mit zu. Ja, das war es eigentlich heute so. Ich guck mal, ob ich noch was filme mit Zeitraffer und so, aber nicht wirklich was Zeitrafferfähiges dabei. Jo, sonst nichts Besonderes in dieser Woche. Vielleicht weiß ich, ob das vor Video langt. Ich guck mal. Herzlich willkommen vom Freitag. Der Straßenbauschneider hat heute große Löffel gebracht. Da muss vorne eine neue Schneide rein. Genau, kriegen wir hin, gucken wir uns an. Schauen wir nächste Woche wahrscheinlich, oder übernächste Woche. Eilt jetzt nicht, haben sie gemeint. Ja, ein paar Rindblätter haben wir uns hier noch gemacht, die vier Stück. Ja, hier ist ein neues Überbrückungs- und Batterieladegerät, fand ich ganz gut, dass so ein Waage drauf ist. Kommen unten zwei große Batterien rein, die können laden. Mal da war ein Überbrückungskabel dran und oben will ich noch so einen Aufbau machen. Für, das war gerade ein Kunde da und genau, da können wir hier oben aufbauen. Zum Lichter durchschalten, Anhänger prüfen und so weiter. Ist dann vorgesehen. Da haben wir an dem Bobcat-Bagger. Ist der Kettenspanner am Sack oder der Schmierlippel vom Kettenspanner? Aber ja, kriegen wir auch hin. Ein paar neue Kette sind wieder gekommen. Müssen wir auf den Kubota-Bagger draufziehen. Ja, ein paar Kleingeräte in den Viehhänger. Zeige ich euch nachher, was wir da gemacht haben dran. Volle Bude wieder. Hier das Magnetband, das habe ich gestern schon erklärt. Geizlich schon auseinandergerissen, also jetzt ist gut voll. So, jetzt sind wir hier dabei in dem Viehtransporter. Da ist da der Ding ausgerissen gewesen, der Umlenkhebel. Und das wollten wir schweißen und dabei hat es die Fetter hier abgerissen. Also beide eher gesagt, die eine war schon vorher hier. Dann hat sie dann abgerissen und es hat einen allmächtigen Schlag gelassen. Ich glaube gar nicht, was die Energie dahinter ist. Und jetzt haben wir da quasi eine neue. Wir wollen eigentlich zwei neue machen, aber das geht vom Platz her nicht, weil es die Fetter gibt so nicht mehr. Mit so einer engen Windung und mit dem dicken Draht. Gibt es nur noch dicker und ja, jetzt muss das ein bisschen umbauen, weil die ist ja gleich ein bisschen länger. Wegen Scheiß. ja, und das gucken wir, dass wir es halt noch mal fertig bringen. So, herzlich willkommen vom Donnerstag, bin wieder zurück vom Urlaub. Der David Hanner hat den Partitel auseinander gemacht vom Taguchi-Bagger. Wir machen da gerade mal ein paar Beweisfotos, weil der relativ innen drin schon war, ein paar Späne und auch relativ hoher Verschleißaufweis für das, dass er noch nicht so alt ist. Aber sollte man das sehen, an was das liegt oder woher das kommt. Hoffen wir, dass wir es wieder hinbekommen, weil er hat noch keine 1000 Stunden drauf und das wäre echt schade darum. Basti
macht halt die Raupe. Mit der fangen wir halt an. Und mal gehen wir da ein bisschen zu filmen, was wir da machen. Ja genau, und dann ist schon noch der Anton, halt unser Praktikant. Passt schon. Jo. Und ich gehe jetzt in mein Büro, dass ich mal Ruhe habe von euch. So, herzlich willkommen vom Donnerstag, erster Arbeitstag in der Woche. Jetzt Feiertag dazwischen und so weiter. War Urlaub. Jo, heute ist ja richtig was gegangen. Freut mich. Ja, wo fangen wir an? Ich habe ein bisschen so ein paar kleine Snaps gemacht von der Haube. Leider kein Zeitraffer. Der Basti will es halt einfach nicht so. Und ist ja in Ordnung. Wenn er das nicht will. Kann ja ihn zu nichts zwingen und will ich ja auch nicht. Das ist ja sein gutes Recht. Fangen wir an. Haben hier den Endabtrieb ausgebaut. Ja, zwei Schrauben abgerissen. Das passiert bei so wunderbaren Geschichten, passiert das öfters halt, was wir machen. Haben wir es hier auseinander gemacht. Dann ist zwischen hier dazwischen, ich weiß nicht, was der richtige Schub, sind diese Lifetime-Abdichtungen. So, also auseinander gemacht. Hier. Von auch noch abgerissene Schraube. Ich muss sagen, 5 von 5 abgerissen und 5 von 5 rausgebracht. Hut ab. Ich dachte, dass das so klappt. Die letzte hat sich ein bisschen gewehrt, weil die war sehr tief abgerissen. Hier war es dann keine Probleme mit Rausschweißen, aber hat nicht geklappt. Zum Glück Durchgangsblecher haben wir es durchgebohrt und so dann rausbekommen. Nach unten austreiben mit dem Torx. Gute alte Variante hier. Den einfach reindroschen und durch. Jo, muss ja dann noch geputzt werden, alles voll ins Sau gemacht werden, Gewinde nachgeschnitten. Alles richtig zusammengezogen werden. Genau. Der David hat in der Zeit hier den Powertill von Lehnhof aufgemacht. Ist schlecht, weil er hier schon leicht eingelaufen ist. Hoffe, dass wir noch dicht bekommen. Der hintere Schmierlippe wurde bei der Übergabe oder wie auch immer nicht beachtet beim Schmieren und ist quasi hinter schlecht geschmiert worden, deswegen undicht. Ärgerlich, aber so ist es eben. Ich weiß nicht, ob ihr das alles sehen könnt. Also leichte Laufspuren. Hat erst 1000 Stunden drauf. Ärgert der Kunde natürlich noch so mehr. Aber was sollen wir machen? Genau, da wieder hier noch an der zweiteizlich wegen weitergemacht. Haben hier noch schön umgebaut. Schließtrocken. Eine Hartkunststoffplatte drauf gemacht. Und haben hier gedacht, komm, machen wir irgendwas Besonderes. Dürfen wir das hier drauf lackieren. Ist nicht ganz so super geworden, aber gespannt, wie lange das überhaupt hebt. Mit Bremsereinigung und das Abwischen und so weiter. Jo. Genau, das hier ist der Bagger mit dem Powertill zum Abdichten und dem Gaszug noch richten. Oder den Standgaszug, sag ich mal.
Ja, an der Walze mit so Fehlersuche mal elektrische. Werde ich morgen wahrscheinlich machen. Hier könnt ihr sehen, wie man ganze Teil von dem Abtrieb ausbaut. Jo. Schön mit Kettenschloss. Teile bestellt morgen alle. Jetzt fällt mir bloß noch ein UNC 5/8x11 Gewindschneider. Habe jetzt halt ankaufen müssen, in größter Not. Dass wir da noch weitermachen können, weil da können wir die morgen voll fertig machen, weil wir nur ein Gewinde nachschneiden müssen. Das könnten wir noch von außen machen. Aber ich habe gesagt, komm, stellen wir dann, haben wir es da fertig. Ja, ich hoffe mal, dass ich dann ein bisschen Video zu bekomme. Diese Woche noch vollends. Und ihr werdet sehen, was wir noch alles zu tun haben. Eigentlich ist das Wichtigste, dass die hier fertig wird. Und der hier fertig wird, aber ich denke, es klappt. Wenn wir hinbekommen. Jo. So viel mal hierzu. Danke fürs Zuschauen bis hierhin wieder. Euch noch einen schönen Abend und ich mache Pizza. Ende der Unterhaltung. Ciao. So, herzlichen guten Morgen vom Freitag. Basti tut gerade Walzetasche draußen. Da geht Vibration nicht immer. Und der David macht gerade den Tilt zusammen. Lass euch mal ein bisschen mitfilmen. Und können jetzt selber schauen. Der Anton macht noch einen Gaszug rein dahinter. Und das ist gerade so, dass wir ihn reinlassen. Ne, draußen rum. Ja, wir haben hier den Tilt. David hat die Lausspuren in einer Putze schon nichts. Macht er aber später. Masch hat hier noch ein Schiff gemacht. Jo. Gerade am Putzen. Und jetzt auch machen. Und dann lassen wir jetzt auch rauchen und mitlaufen. Ja. Samstag, Autodienst, neues Auto ist da, was ich erzählt habe, Pritsche Sprinter, 316er, 270.000 Kilometer, ja, kann ich ruhig noch bringen. Wir haben die Pritsche den Aufbau und so runter gemacht, ich bin drinnen auch ein bisschen verlebt, aber für uns reicht es als Pickup-Ersatz leider, weil der einfach dermaßen durch ist langsam und der Zierfalle einfach nichts mehr und ja, ist einfach Geschichte. Schade drum, schönes Auto gewesen, einfach, simpel, robust, aber halt auch nicht. Was steht zu herausleichen? Ist Weitwinkel. Alles gut. Und außerdem hier mit der Pritsche alles halt aufmachen kann, dementsprechend was laden kann, was anhängen kann. 7-8 Sitzplätze. Ja. Ich mache jetzt auch ein bisschen Zeit drauf, wenn der Bus riecht. Danke! Ja, I went by. Wenn der Bus her riecht. Dann gehen wir weiter. Hinten ein bisschen Ordnung reinbringen. Ich werde erzählen. Abend frei mit Freunden, das haben sie gespackt.
Also für alle, ich habe es gestern vergessen, von vorhin zu filmen, was wir da jetzt vorhin fertig gemacht haben. Ich bin jetzt rausgefallen. Das ist die Schublade. Hier haben wir einen Schraubstöckel montiert. Hier noch das hingeschraubt für die 3/4 Zoll Messer und so weiter. Und hier noch, kurz einmal zitiert, und wenn ich drin aufgeräumt und insgesamt mal aufgeräumt. Ja, nur so schön noch das da dazu. Dazu fahren. Scheiße. Sau wird er halt richtiger Herbstdrink. Gut. Und schon draußen in der Werkstatt. Aber ich glaube, da habe ich gestern schon das meiste gezeigt. Mit Raube und so weiter. Ja. Neuer Bus habe ich euch schon gezeigt. Hinter der große Löffel müssen wir noch machen. Habe ich euch den schon gefilmt? Ich glaube auch, ja. Jo. Ja, das war es hier so zum Sonntag. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Woche wieder. Gespannt, was wir da so für die Linse bekommen oder auch nicht. Aber das sehen wir dann. Tschüss.